Zahnpasta, Klopapier, Putzmittel, Fusselrolle, Schuhcreme, alles Dinge, wo wir gelernt haben, dass wir sie brauchen. Aber in Wirklichkeit brauchen wir so verdammt wenig. Guten Morgen! Wie befreiend fühlt es sich an, wenn wir entdecken, dass wir die Dinge gar nicht wirklich brauchen? Paradoxerweise wird das Leben immer erfüllender, wenn wir das Leben weniger füllen. In den westlichen Industriestaaten haben wir den Zenit, was Materialismus und Reichtum angeht, erreicht. Die Industrie hat uns mit ihrem Marketing und ihrem Einfluss in den letzten Jahrzehnten tolle, phänomenale, erstaunliche und beeindruckende Produkte und Neuerungen beschert, die wir alle nicht brauchen. Hitler hat uns Deutsche in seinen Bann gezogen, aber nach 20 Jahren, da war der Spuk vorbei und die Leute konnten wieder klarer sehen. Gut, die meisten jedenfalls. Aber durch Hitlers erfolgreiche Propaganda wurden die vielen Kleinhitler, also die machthungrigen Unternehmen und Geschäftsleute, hellhörig und haben Hitlers Instrumentarium, also massive Werbung und massive Manipulation der Gesellschaft, übernommen und das Zeitalter der medialen Beeinflussung eingeläutet. Nun stecken wir mittendrin und sind zur Sklaven der Konsumindustrie geworden. Warum? Weil es wirklich sehr, sehr schwer geworden ist zu unterscheiden, was wir wirklich brauchen. Denn dazu muss man selber nachdenken. Aber heutzutage, da wird einem ja ständig alles vorgedacht. Wir müssen quasi in unserem Leben überhaupt nichts mehr rekapitulieren. Wir werden von unseren Eltern in die Schule gesteckt und dort erfahren wir ausgehend der Lehrpläne, was man wissen muss. Dann kommt der Berufsberater oder die Medien und erklären uns dann, welcher Beruf für uns am besten passt, anhand von Kriterien, anhand von Fragestellungen. Ne? Und ja, und warum wird das gemacht, also warum wird dann ein Beruf erlernt? Ja, um dann irgendwann das in vielen Filmen und Zeitschriften und Medienberichten suggerierte Glück durch Familie, Haus, Urlaub, ne? Dass man das erwirtschaftet. Ne? Das hat man auch zu hören bekommen, dass das Glück ist. Man sieht es in den Filmen. Ne? Dazu wird man auch immer wieder sozusagen peripher auf Dinge aufmerksam gemacht, die man als Hobby ausführen kann und ja, was man derzeit so braucht, um hip zu sein. Ne? Und so füllt sich das Leben komplett mit einer fremdbestimmten Ideologie. Ganz wie zu Hitlers Zeiten. Man denkt, dass man frei entscheidet, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Die Frage, warum habe ich Depressionen? Warum bin ich nicht zufrieden, obwohl ich eigentlich zufrieden sein müsste? Und warum ja, habe ich da irgendwie ein Problem, wenn ich an die Gesellschaft denke und die Gesellschaft sehe? Was habe ich da für ein Gefühl? So? Und ich habe auch ein Gefühl, und ich hatte das halt in meiner Vergangenheit auch gehabt und vielleicht kennt ihr das auch, dass ich da irgendwie was ändern muss. Auch in der Nazizeit gab es auch genug Menschen, die gespürt haben, dass irgendwas nicht richtig sein kann. Unzählige Tagebücher berichten davon. Ne? Aber bis auf wenige haben sie das Gefühl einfach ignoriert. Sie sind in diesem Automatenmodus einfach weitergefahren. Aber die geistige Evolution schreitet voran und der olle Hitler ist Geschichte. Auch heute merken die Menschen eben immer mehr, dass irgendwas falsch läuft und brechen dann auch langsam aus. Der eine mehr, der andere weniger. Nicht jeder so extrem wie meine liebe Hanna, die einfach mal ihre Küche minimalisiert hat, siehe auch dazu das Video hier oben in den Infokarten, aber viele merken Stück für Stück, dass sie Dinge nutzen, die sie eigentlich gar nicht brauchen und ihnen fällt es dann wie Schuppen von den Augen, wenn sie diese Dinge einfach weglassen oder wieder durch einfache Dinge ersetzen, wie sinnvoll das Leben und wie erfüllend das Leben ist ohne diese Dinge. In dem Zusammenhang auch unbedingt nochmal der Hinweis auf das Natron. Das ist ein universelles Haushaltsmittel, was extrem billig und umweltschonend ist, was aber total in Vergessenheit geraten ist, weil es eine nicht so große Gewinnspanne hat wie das ganze bunte, überteuerte Frosch und Meister Propper Gedöns. Ne? Link zu dem 5 Kilo Natron für 9 Euro, was 1 bis 2 Jahre für euren kompletten Haushalt ausreicht, inklusive noch Badezusätze machen und was auch immer noch ja, Topfkruste lösen. Und wie gesagt, schaut euch auch das Video dazu an. Ich habe euch das oben auch verlinkt oben in den Infokarten. Also
kauft euch einen Eimer Natron und dann braucht ihr kein Haushaltsmittel mehr. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Solche Dinge halt zum Beispiel. Ja. Und man muss sich auch vorstellen, es arbeiten täglich Tausende schlaue Köpfe in der Industrie daran, Produkte zu entwerfen, die keinen wirklichen Nutzen haben, aber durch geschickte Manipulation die Menschen glauben, dass sie einen Nutzen haben, beziehungsweise dass die Menschen das glauben sollen. Nicht jeder glaubt das, aber es gibt dann genug, die dann sagen, ja, genau, ich brauche unbedingt einen Eieraufstecher. Und dann kaufen sich dann einen Eieraufstecher. Und deswegen, ne, populärstes, aber nun auch entlarvtes Beispiel ist auch die Zahnseide. Siehe dazu das Video oben in den Infokarten. Es ist so wenig, was wir wirklich brauchen. Und es ist ja auch nicht so, dass man sich nicht auch mal Luxus gönnen kann. Na, natürlich darf man das, da bin ich absolut dafür. Ich habe 5 bis 10 Jahre meines Lebens nur im absoluten grenzenlosen Luxus gelebt. Man darf Luxus genießen, na, keine Frage. Aber spürt ihr, dass ihr im Luxus lebt, wenn ihr Klopapier benutzt oder mit der Fusselreue euren Anzug sauber macht oder die Zahnpasta aus der Tube drückt? Oder denkt ihr nicht viel mehr, das muss getan werden, ne? Und benutzt es einfach ohne nachzudenken und ihr kauft es nach und es muss nachgekauft werden, wenn es alle ist. Das ist doch vielmehr das, wie wir denken. Gegen Luxus ist nichts einzuwenden, wirklich nichts einzuwenden. Aber perfide wird das. Perfide wird es dann, wenn man Luxus hat, aber denkt, dass es notwendig ist. Und das ist die Situation, in der wir heute leben. Wir brauchen so wenig. Lebt bewusst. Gönnt euch etwas, kein Thema, ich wiederhole mich da gern, aber genießt es dann auch als Luxus. Nicht jeder muss minimalistisch leben, aber wenn du es nicht tust, dann zieh wirklich wenigstens richtige Freude aus dem Konsum. Und ja, lasst euch auf keinen Fall einreden, was ihr braucht. Eine gute Richtschnur dafür, ob ihr etwas braucht oder nicht, ist, wenn euch erst erklärt werden muss, dass ihr etwas braucht. Denn dann braucht ihr das mit Sicherheit nicht. Unser Gehirn kann, wie man immer wieder auch an einigen sehr abstrusen Theorien, an die die Menschen glauben, erkennen, für alles und für jeden einen Sinn hineininterpretieren und irgendwo eine Überzeugung kreieren. Das, was ihr wirklich braucht, das muss euch nicht gesagt werden. Wir sehen uns morgen wieder, Euer Christian.